Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone im Standardmodus mit mir, dem Len. Ja, und für alle, die es interessiert, heute ist der 13.08.2018 und wir haben 18 Uhr. Krass, oder? Der 13.08.2018 um 18 Uhr. Jo! Ja, von dem neuen Add-on hier, Boomsday Project, Dr. Booms Geheimlabor, habe ich ja schon sämtliche Decks vorgestellt und mit euch zusammen gespielt. Und jetzt in dieser Episode, das ist die Episode 301, wenn ich mich nicht irre. Und dementsprechend hat eine neue Playlist begonnen. Und die ganzen anderen Videos von diesen Decks, die ihr hier seht, findet ihr in der alten Playlist. Also auf jeden Fall in der Infobox oder in der Endcard oder auf meinem YouTube-Kanal werdet ihr das definitiv finden. Ja, jetzt in diesem Episödchen mache ich nochmal eine Runde Crips Anti-Combo Hexenmeister. Ich habe mich ja nun auf Rang 5 hochgespielt im Standard. Ja, auch mit diesem Deck von Rang 8 bis 5, glaube ich. Und dementsprechend bin ich jetzt im Wild und im Standard Rang 5. Und ich spiele das jetzt einfach nochmal eine Episode. Halbes Stündchen oder so. Ist auf jeden Fall momentan, zum momentanen Stand der Dinge, definitiv Meta, das Deck. Weil man hat halt sehr, sehr viel Aggro, entweder den Odd Paladin oder den Zu Hexenmeister, wo er jetzt gar nicht so schlecht dagegen ist. Oder halt die ganzen Combo-Decks. Und sowohl gegen das eine als auch gegen das andere schlägt sich dieser Hexenmeister sehr, sehr gut. Tripfi, Tropfi, Topsi, Torvi, verkehrte Welt, Priester ist natürlich nach wie vor ein Problem, weil die Kombokarten da die Zauber sind. Aber ich bin trotzdem zuversichtlich, das Deck läuft rund. Alles in allem geht man da, glaube ich, positiv nach Hause. Und darauf kommt es ja hinterher an, dass man eine relativ hohe Winrate hat. Und dann quasi aufsteigen kann. Das gefällt mir natürlich nicht. Aber weil ich die beiden auf der Hand habe, ist auch noch ein bisschen Höllenfeuer-Value. Ich glaube, das war in dem Fall okay. Mhm. Ohohoho. Ich glaube, das ist Topsy-Turvy. Okay. Höllenfeuer. Vielleicht hätte ich auch den spielen sollen, dann wäre der automatisch rausgekommen. Hm.
Yummy! So schnell ist er wieder voll, ne? Der Gute. Topsy-Dorwi. So, dann gucken wir mal, was wir ihm kaputt machen können. Zack. Natürlich nicht so schön geworden. Ah. Topsy-Turvy. In a fire. Schatten war tot. Gut gespielt. Dämonen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich nehme ein Buch. Blubbidi blubbidi blubbi. Ach ja. Schade. Ein wenig Bedenken, aber es müsste gut gehen. Das müsste ein Win werden. Er fischt natürlich immer noch nach seinen Kombo-Karten. Thank you.
Ja, ist nicht einfach das Ding. Das ist nicht einfach. Das läuft. Ja, wir könnten natürlich auch wieder so ein bisschen tryharden, ne? So Road to Legend mäßig. Aber ich glaube, dafür ist es noch ein bisschen zu früh. Gottfried. Lucky boy. Ein Mech-Jäger. Die ewige Jagd beginnt jetzt. Das wissen wir. Gar kein Problem.
was das hier oben war. Strong, strong, strong! Was sollen wir da tun? Moment. Da, 6. Ich wollte das ausprobieren, ob der Effekt dann noch weitergeht. Ich bin aber davon ausgegangen, dass er es trotzdem cleared. Alles geklappt. So langsam brauche ich mal einen Gul'dan, ne? Sonst sehe ich gleich alt aus. Bin tot.
entfesselt mich. Ja, ich werde das wohl verlieren, aber egal. Ich gebe alles, Leute. Gebe alles. Ja, ist ja auch ein sehr starkes Deck, was er da gespielt hat. Spiele ich ja auch sehr gern, so in der Art. Wisst ihr ja. Schwedi. Schwedi. So viele mögliche Grüße. Gut gespielt. Schwedi, komm, was ist denn da los, Schwedilein, du darfst nicht traurig sein, aha, wer hätte das gedacht? Ich nehme ein Buch. Sieht schon schlecht für mich aus, ne?
fesselt mich. Ich frage mich auch. Ich frage mich, ob... Ich frage mich, ob... Puh, ziemlich ermüdend, so lange wie der für seine Züge braucht. Boobity boopy. Dies wird ein Gnadenstoß. Er siegelt mich tot. Hinter meinem Wahnsinn steckt Methode.
aus meinem Dschungel. Oh cool, das wusste ich noch gar nicht. Ich frage mich auf. So viele Möglichkeiten. Also jetzt habe ich schon häufiger gehabt, dass mich ein Hexenmeister mit Opferpakt vernichtet, ne? Das ist echt mega frustrierend, muss ich sagen. Beachtlich. Komm schon, Guldan! Guldan, Guldan, Guldan.
Wow. Ja, ich verliere es jetzt, weil ich mehr Fatigue-Damage ziehe als er. Schade. Tja, Leute, war lang genug. Das gibt kein mehr. Ich hoffe trotzdem, euch hat es ein bisschen gefallen. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen eine öde Episode. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich sagen soll. Bin auch ein bisschen K.O. gerade. Hab mir gedacht, so, boah, der braucht 1000 Jahre für seinen Zug. Aber alles in allem ist das Deck ziemlich cool. Habe ich ja schon häufiger mal vorgestellt. Ich glaube, habe ich schon 2 Videos von gemacht. Auf jeden Fall ein langes. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.